Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Es ist nur ein kurzes Video, weil ich bin ja euch quasi was schuldig. Ja, es geht um meinen dritten Teil von Lasst euch überraschen. Ich habe ja gesagt, ihr könnt bis heute am Sonntag, 21. Dezember um 12 Uhr am Mittag mitmachen. An dieser Stelle wünsche ich allen noch einen schönen vierten Advent. Es ist gleich Weihnachten, ich freue mich schon riesig. Haben die nächsten 2-3 Tage aber noch einiges zu erledigen. Ja, darum habe ich gedacht, ich drehe jetzt schnell das Video ab, weil, gerade schon im Voraus, ich werde das Päckchen dann wahrscheinlich erst am Dienstag auf die Post bringen und wenn die Gewinner von Deutschland sind, wird es leider wahrscheinlich, also garantiert nicht mehr vor Weihnachten und ich weiß nicht, ob es überhaupt noch das Jahr wird. Also die Post hat gesagt, sie können es nicht garantieren. Ja, noch kurz zum dritten Teil. Eben, zwei Leute können ein Sampler-Pack von Tiffany Candles gewinnen. Da innen hat es 12 verschiedene Melts mit 12 verschiedenen Duftrichtungen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass beim dritten Teil weniger mitgemacht haben als in den ersten zwei Teilen, wo es um hauptsächlich, ja, nein, gut, der erste Teil war Überraschungspäckchen. Der zweite Teil waren Foodie-Düfte. Ja, und da sind ja mehr so ein bisschen winterliche Düfte drin, ein bisschen frische, ein bisschen gewürzige Düfte. Also es überrascht mich. Aber es haben sich genug gemeldet und ich habe entschieden, ich mache es wie die letzten zwei Mal. Ich habe wieder Lösung gemacht, hier rein tun und werde jetzt die zwei Leute einfach ziehen. Ja, die muss ich das mal nicht ziehen. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht. Ja, und das wäre es eigentlich auch schon. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir müssen dann nicht künstlich in die Länge ziehen. So, und das erste Päckchen geht an die Birgit Gascreme. Und herzlichen Glückwunsch mal an erster Stelle. Birgit, du hast ja auch schon beim zweiten Teil mitgemacht und an dieser Stelle eine Frage an dich. Würdest du gerne den Sampler-Pack oder hättest du lieber ein Foodie-Pack sozusagen wieder von mir zusammengestellt? Das würde ich dir anbieten, das kannst du aussuchen. Im Fall, dass du lieber ein Foodie-Pack hast, würde ich dann einfach ja, nochmal jemand anders lösen, der dann da überkommt. Aber da überlasse ich natürlich dir, einfach nur, weil ich weiss, du hast im zweiten Teil auch mitgemacht. Du dürftest also aussuchen, ob lieber David oder ein Foodie-Päckchen. So, und der zweite Gewinner ist Frau Columbina. Das ist die liebe Andrea, auch dir. Herzlichen Glückwunsch, jetzt spielt mein Fokus. Ich weiß nicht mehr, ob ich deine Adresse noch habe. Ich wäre froh, wenn sie mir schnell könntest mailen. Ja, und das wäre es auch schon gewesen. Ich werde heute Abend, wahrscheinlich jetzt noch anschliessen nach dem Video oder heute noch, einen ganz kleinen Haul hochladen, den ich schon diese Woche noch oder letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, abgedreht habe, also schon länger her. Und ich habe ja angekündigt, ich werde versuchen, übermorgen, weil morgen ist mein Putztag und morgen muss ich anders erledigen, eventuell am Dienstag dann noch, ja, noch weitere Hauls. Und mein Duft im Dezember muss ich auch noch drehen. Ja, mal schauen, was kommt. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend. Bis gleich und macht's gut. Tschüss zusammen.